Einen wunderschönen guten Morgen zum Wochenstart. Ich bin heute ein bisschen müde, fällt gar nicht auf, nehme ich an. Und trotzdem ist mir wichtig, an meiner Mission, meinem Auftrag, da die Menschen in die Freude zu führen, einfach dran zu sein und dieses Video zu machen. Und möchte ich auch für heute einladen, den Impuls aus dem Wochenstart-Video aufzugreifen, einfach auch, um dir wieder einmal bewusst zu machen, wo du im Leben vielleicht dich selber einschränkst, dich selber blockierst, wo du zögerst, wo du dann in Wahrheit dein Potenzial nicht nach draußen bringen kannst und damit auch vielleicht dann diese Momente immer wieder gern kennst, wo dann so die Sinnfrage auftaucht oder diese Frage nach, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht, oder diese Unzufriedenheit, die einfach im Leben nicht diese Fülle wirklich aufnehmen lässt, die dann doch auch vorhanden ist. Und ich lerne ja selber weiter, so ist es ja, und deswegen kann ich auch ganz aktuell ein Beispiel bringen, was zum heutigen Wochenstart-Video passt mit dem Titel "Wo glaubst du vielleicht, dass du kämpfen musst?" und übersiehst dabei die Möglichkeit, dich in Leichtigkeit und Freude zu positionieren. Und manchmal gibt es diese Situationen auch weiter für mich, wo ich dann gefragt bin, gefordert bin, mich für mich zu entscheiden. Und das ist eine Herausforderung insofern, als dass es weder von der Gesellschaft vorgelebt wird, dass wir für uns eintreten, sondern wir sind schon stark dahingehend programmiert, wenn man so sagen möchte und auch sagen kann, dass wir den anderen über unsere eigenen Bedürfnisse stellen. Und das ist nicht unmittelbar so, weil wir es vielleicht so haben möchten, aber eben in diesem gewohnten für den anderen Dasein, diese Gewohnheit so stark in uns verankert haben und gar nicht mehr darüber nachdenken, dass es vielleicht auch eine andere Möglichkeit gibt. Und wir sind mit all den Menschen, die man jetzt vielleicht auch kennt, wo man das gehört, die sind egoistisch, die anderen sind ihnen alle wurscht. Das ist wahrscheinlich auch deswegen stark für Menschen wie du, wenn du das hörst und mit dem in Resonanz gehst, oder ich, wahrnehmen, wenn wir einfach gerne haben, für den anderen da zu sein. Und ist es so unbegreiflich, dass wir so völlig rücksichtslos überhaupt sein können, was uns einfach auch zeigen darf, dass wir vielleicht möglicherweise manchmal auch verkennen den Moment, wo wir mehr für uns da sein können und trotzdem den anderen über unsere Bedürfnisse stellen. Und ich habe eine interessante Erfahrung gerade die letzten Tage gemacht. Da habe ich gemerkt, ich bin wieder mal auch getriggert worden, wo es um dieses Thema geht. Und das möchte ich kurz teilen, einfach um auch dir zu zeigen, es können total banalste Situationen sein, wo solche Momente dann kommen und mir eine Möglichkeit geben, mal wieder durchzuverdauen, was vielleicht noch durchverdaut werden möchte, im Sinne meiner Ganzheitlichkeit. Denn nur weil mein Kopf viele Dinge schon verstanden hat, ich unzählige Bücher gelesen habe, viele Seminare besucht habe, heißt ja das gar nicht, dass mein System das in seiner Umsetzbarkeit unterstützt, sondern da braucht es dann etwas mehr, da braucht es dann dieses Integrieren, da braucht es dieses Landen in meinem ganzen System, um auch mir zu ermöglichen, in Leichtigkeit in die Umsetzung zu kommen. Und bevor dieser Moment ist, dass es gleich geht, ist es Arsch. Und so war es jetzt da wieder. Und zwar habe ich ein Posting letztens gemacht, wo ich dann einen Kommentar dazu bekommen habe, wo in mir gespürt, sofort irgendwie spürbar war, das ist überhaupt nicht stimmig, dass dieses Kommentar da jetzt steht. Und natürlich, mir ist voll bewusst, dass man auf Facebook, wenn man was postet, Kommentare reinkommen können, die von allen Seiten einfach in verschiedenste Richtungen gehen können dürfen. Und gleichzeitig ist aber auch so, dass ich sage, Facebook ist so, wenn ich jetzt da was poste, dann ist das immer noch so mein Bereich, das ist so wie mein Wohnzimmer und ich lasse Leute in meine Welt hineinschauen und sie dürfen dort einfach auch sehen und ich gehe gerne in so einen Diskurs, ich mag das auch gern, nur gleichzeitig ist Facebook für mich absolut nicht eine Plattform, wo ich in eine Diskussion gehen möchte oder würde, weil es nicht zielführend ist. Ich glaube, so viel kann man sagen und du verstehst es sicher, ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen. Und dann war wirklich mit diesem Posting für mich so diese Absicht, Freude zu teilen, wie verschmutzt, ja? Wie ein bisschen zerstört,
wo in mir war, das macht vielleicht nicht nur mit mir das, sondern auch mit jedem anderen, der das dann liest. Und jetzt traut sich natürlich keiner dann darauf reagieren, weil wir haben ja alle gelernt, dass man darf ja seine Meinung sagen und man darf dann auch nicht irgendwie, damit muss man rechnen, wenn man das auf Facebook stellt und ha, interessant. Und dann denken sich vielleicht manche, na, wie blöd kann man sein, sowas zu schreiben, und würden da trotzdem nicht irgendwie drauf reagieren. Oder manche denken sich, na, wie wird jetzt die Therese vielleicht darauf reagieren? Sind wir gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Also es menschelt ja auch total. Ja, das sind ja Dinge, die jetzt nicht sichtbar gemacht werden, weil man es dann sieht mit irgendeinem Like oder einem Kommentar, aber de facto, ganz ehrlich, so läuft die Geschichte. Und ich habe dann wirklich auch, weil ja, das war es natürlich, ja. Die anderen werden vielleicht jetzt denken, wie reagiere ich drauf? Die anderen erwarten sich vielleicht jetzt irgendwas. Die Person, die das geschrieben hat, mag das jetzt möglicherweise gar nicht in einer bösen Absicht geschrieben haben und vielleicht in einer bösen Absicht, und es ist ja völlig wurscht. Und da startet wirklich so eine Auseinandersetzung, wo man dann wirklich erkennen kann, und das ist eben die eine Möglichkeit zu erkennen und zu sagen, da ist etwas in mir jetzt sehr lebendig und jetzt bin ich gefragt und bin aufgefordert, damit umzugehen, weil es offensichtlich etwas mit mir macht. Oder, so machen es auch viele Menschen, die dann sagen, völlig wurscht, das geht mir nichts an, soll so sein, jeder hat die Freiheit. Und dann wird so weitergemacht, wie man einfach weitermacht, es wird nicht darauf reagiert, es wird nicht irgendwie damit etwas getan, weil sonst wird es vielleicht nur schlimmer. Und bevor es schlimmer wird, lassen wir es schlimm sein und tun so, als ob es uns nicht berührt. Und dann geht es auch vorbei. Und ich gehöre nicht zu denen, die das so machen. Eindeutig nicht. Und das liegt vielleicht einfach darum, dass ich einfach Lust habe, das Leben wirklich in voller Lebendigkeit zu genießen. Und das heißt nicht, dass ich dann Spaß daran habe zu streiten. Aber mich zu sehen mit dem, was da stattfindet, und mich zu befreien aus diesem Leiden, das offensichtlich in mir getriggert worden ist, weil ich meine, es wird nicht in mir aktiv werden, wenn es mir wurscht wäre, auf gut Deutsch. Ja? Und dass Leute nicht verstehen, warum man irgendwie getriggert ist von irgendwas und dann so ganz, ganz Schlaufuchssätze hört wie: Das darfst du nicht so wichtig nehmen, da brauchst du gar nicht einsteigern, der andere weiß ja gar nicht, wie er tut, oder der andere steht im Wald eh selber deppert da, oder das ist nur wichtig, dass du weißt, wie es das du meinst. Und also so Beruhigungssätze, wisst ihr. Und manchmal greifen so Beruhigungssätze tatsächlich, und ich merke, ah, es ist alles gut. Und manchmal merke ich, ja, super. Und es ändert nichts an meinem Gefühl und es ändert nichts daran, dass in mir was lebendig ist. Und dann sind es Momente, wo ich nach wie vor hergehe und das, was ich mit Menschen in meinem Einzeltraining bearbeite, das sind Werkzeuge, die ich auch für mich da verwende. Und damit arbeite und dann zu Erkenntnissen komme, die plötzlich ganz neue Möglichkeiten offenbaren, als dass es jetzt was Reaktives bleiben würde. Ne? Und ja. Das heißt, in Wahrheit ist es nicht wichtig, was jetzt dann sozusagen die Folgeaktivität ist, weil das ist kein Rezept. Die Wahrheit ist, es ist kein Rezept, das ich nach außen geben kann. Wenn jetzt du einen Post bekommst, der dir nicht gefällt, oder einen Kommentar bekommst, der in dir was auslöst, weil die Antwort, wie du damit umgehst, eine komplett individuelle ist, weil das sind wirklich viele Faktoren, wo ich dann mit dir arbeite, warum. Sozusagen, was ist die Person für dich, was repräsentiert die Person für dich, was in dir wird lebendig, welcher alte Schmerz in dir wird lebendig. Also das ist dann wirklich nicht so, ich kann jetzt nicht sagen, das Rezept lautet, wie in meinem Fall, was ich gemacht habe, bei mir ist die Erkenntnis gekommen, ah, ja, ich lösche einfach dieses Kommentar und gebe der Person Bescheid, dass ich es gelöscht habe, und teile mit, warum es für mich wichtig war, und dann darf es gut sein. Und natürlich ist von der Person auch nochmal eine kurze Interaktion gekommen mit einem Erklären, warum das wichtig war, dieses Kommentar zu machen und so weiter und so fort. Und das kann ich auch alles sehen. Und ich kann sehen in Leichtigkeit, ich kann sehen in Liebe, ich kann sehen in Liebe zu der Person, wo ich merke so, wow, die ist da echt, die hat da auch eine ganz wichtige Botschaft nach draußen zu bringen. Und ich habe gespürt, das ist ganz, ganz wichtig auch für sie.
Und wo ich sage, das darf auch weiter wichtig sein. Und meines darf auch wichtig sein. Und damit meines so gesehen werden kann, wie ich es gemeint habe, war es wichtig, diesen Kommentar zu löschen. Und damit, dazu kann ich stehen. Und es geht nicht darum, jetzt irgendwie diesen Menschen anzuklagen oder mit dem Menschen in eine große Diskussion zu gehen. Weil ich freue mich, wenn die Person das auch so sehen kann und in Leichtigkeit auch wieder mit mir sein kann. Und wenn die Person jetzt gegen mich irgendwie ist, weil sie sagt, das ist ein Wahnsinn, wie kann man einen Kommentar von jemandem löschen, glaube ich, dann ist das etwas, an dem die Person arbeiten kann. Ja? Und das ist das, was ich dir einfach mitgeben möchte, dich einfach einmal wirklich so in kleinen Situationen zu beobachten, wo bleibst du dann vielleicht still, wo es in dir etwas gibt, was da gerne was sagen möchte. Wo handelst du dann vielleicht auch nicht, wo in dir eine totale Energie wäre, etwas zu tun? Und Leute, das ist einfach, wisst ihr, das ist Energie, die möchte transformiert werden, die möchte für dich genutzt werden. Und wenn du es nicht für dich nutzt, dann wendest du es gegen dich. Ja? Und wie gesagt, ich sage nicht, dass es lustig und leicht ist, dann in die Leichtigkeit zu kommen, aber ich kann euch sagen, es ist möglich. Und das ist dann immer wieder so für mich auch so, wirklich Erfolgsmomente, die für jemanden, der diese Themen nicht kennt, der diese Schmerzen, die in mir einfach sehr lebendig waren oder immer wieder mal Dinge hochkommen, die in meiner Welt sehr lebendig sind, weil mein Leben so war, wie es war. Ich kann meine Vergangenheit nicht auslöschen. Und das, was immer irgendwie passiert ist, sind einfach Dinge, die sind nicht so easy cheesy gewesen, aber ich muss mein Leben nicht aus der Vergangenheit heraus belastend leben, sondern ich kann im Prinzip so viel Leichtigkeit und Freude empfinden. Und wenn solche Momente kommen, wo das Alte so richtig hochpoppt, und das kann ein geschissener Post sein, wo ich so, ja, dann ist es die Möglichkeit, an dem zu arbeiten, um dann zu sagen, ma, wie schön ist es, dass ich selbst das in Leichtigkeit jetzt nehmen kann und in Leichtigkeit einen Weg finde, meine höchstpersönliche individuelle Aktion dann zu definieren. Deswegen, für alle, die irgendwie Rezepte suchen, macht so Einzelsetting, um das für euch in euch wohnende Rezept zu finden, wie ihr mit Dingen tut. Lernt Tools und Techniken kennen, die euch helfen, das in euch zu entdecken, was für euch Antworten sind, und befreit sich von diesen Abhängigkeiten, diese Rezepte, die man glaubt, die funktionieren, weil sie so leicht gesagt sind, und sie mögen auch dann tatsächlich, möglicherweise, auch das kenne ich, dass manchmal ein Rezept, das man schon irgendwo mal gelesen hat, dann auch das ist, was für einen selber stimmt. Aber in dem Moment, wo du es liest und sagst, na ja, genau, stimmt, aha, aha, das leider ermöglicht das Verständnis nicht die Umsetzung. Sonst wären die Menschen alle super sportlich, würden nur gesunde Sachen essen. Wären so nett zu jedem. Also da wäre, meine Güte, wie schön. Und ich sage euch, meine Welt ist zum Großteil so geworden, aber eben nicht nur. Und das ist auch deine Chance, wenn du sagst, was kannst du tun? Ja, was ich jetzt tun kann, ich werde jetzt meinen Kaffee noch fertig trinken. Wir haben noch, wir sind gerade in Griechenland, falls ich denke, wo sind die überhaupt? Leider sieht man das nicht so. Ah ja, genau, das ist diese Kirche in Petra. Wir sind gerade auf Lesbos. Meine Lieben schlafen noch, die genießen, die, glaube ich, die Zeitumstellung. Ich bin nach wie vor immer früh wach, wo ich mir denke, mach voll gut, wenn ich daheim bin, ist die Zeitumstellung, diese eine Stunde, kein Problem. Und ich schicke euch ganz viel warme Sonnengrüße, Sternlichtergrüße und freue mich natürlich, könnt ihr mir jetzt schon irgendwie Terminwunsch schreiben auf home@abundance oder eine WhatsApp, also ich nehme auch WhatsApps entgegen. Weil, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, der Schlüssel für deine Leichtigkeit liegt in dir. Und um ihn auszugraben, Kontakt Archäologin Theresia, und wir werden für dich deine Antworten finden und dich in deine Umsetzung bringen, in Leichtigkeit. Aber wenn es um Pipifax-Sachen geht, es ist das Kleinste, enthaltet das Große. Und wenn du in dem Kleinen beginnst, in die Umsetzung zu gehen, dann wird das Große für dich weiter schwierig sein. Aber du musst deinem System beweisen und kannst deinem System beweisen, dass es möglich ist. Ja, in dem Sinn, eine spürbar gute Woche, ihr Lieben. Beobachtet euch einfach die Woche mal, ob ihr nicht vielleicht doch manchmal ein bisschen zu viel in einen Kampfmodus hineingeht oder manchmal zu viel zurückhaltet, weil ihr könnt es ja nicht, weil... Genau.
wo auch immer eure Ausreden euch hinbringen. Weiterbringen sie euch nicht, aber man kann so eine Illusion der Harmonie aufrechterhalten. Und wenn das das Ziel ist, dann ist es auch super. Auch das kann eine Möglichkeit tatsächlich sein. Ihr Lieben, fühlt euch geküsst und umarmt mit lieben Grüßen aus Pet.